Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Wir beschweren uns doch immer wieder darüber, dass die UK-Adventskalender-Varianten viel cooler sind als unsere Deutschland-Varianten, oder? Und da habe ich mir gedacht, bestelle ich doch mal bei Amazon UK den Amazon Beauty Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was sich in den 24 Boxen verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Man konnte ihn über Amazon UK bestellen, beziehungsweise kann es immer noch. Und der Kalender kostet auch genauso wie hier in Deutschland so 50 Pfund, beziehungsweise auch so um die 50 Euro. Schau einfach mal vorbei. Also heute war der auch bei 50 Pfund tatsächlich. Und ja, was wollte ich noch dazu sagen? Man braucht dafür eine Kreditkarte. Entweder hast du eine ganz normale Kreditkarte oder du bestellst dir die Amazon Kreditkarte. Möchte ich aber nicht allzu viel zu erzählen. Ich habe dazu ein Video gemacht, wo man halt quasi 12 Hacks auf Amazon machen kann und so weiter. Dazu brauchst du Amazon Prime. Und wenn du bestimmte Sachen machst, die ich dir da in dem Video empfohlen habe, was ich dir unten in der Infobox mal verlinken kann, zahlst du da auch nichts für. Also von daher, ne, gute Sache. Ich benutze es. Ich finde es super. Kann ich dir nur empfehlen. Und ich verlinke dir sowohl den Link zu diesem Amazon Prime Tüdelü, als auch den Link zu meinem Video, wo ich das nochmal erklärt habe, unten in der Infobox drin. So, der Amazon Beauty UK Adventskalender sieht etwas anders aus als der deutsche, weil du hier einfach Schächtelchen zum Rausziehen hast und dann rutscht das immer so runter und ja, du hast dann immer wirklich nach der Reihenfolge, also das ist wirklich total simpel und ja, ich bin gespannt, was da für Produkte drin sind und wie der Wert dann auch ist und ob wirklich die UK-Variante so viel besser ist, wie immer alle sagen. Ich muss sagen, vom Optischen gefällt mir tatsächlich die deutsche Variante etwas besser, auch wenn der etwas praktischer ist, weil der hier ist einfach kompakter und du kannst ihn halt besser stellen. Der deutsche ist ja ein bisschen angeschrägt, hat dafür aber hinten so ein Aufklappvieh, dass du den halt so klappmäßig hinstellen kannst, ne? 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 Muss jeder selber entscheiden. Es wird übrigens auch eine kleine Verlosung in diesem Video geben, was du gewinnen kannst. Das sage ich dir im Laufe des Videos, denn das befindet sich alles noch im Adventskalender drin. So, wir starten. Ich laber wieder, wie ein Wasserfall. Ja, die Nummer 1 ist sehr leicht und irgendwie schon offen. Kannst du übrigens 1A wiederverwenden, huch, weil das echt tolle Boxen sind, finde ich. Balance Me Natural Skincare Hyaluronic Plumping Mist. Okay, das sagt mir so gar nichts, muss ich sagen. Ja, kenne ich nicht. Ja, also das ist einfach nur so ein ganz normales Spray. Ach so, was du auf gereinigte Haut sprühen solltest, ne? Das ist halt einfach so wie so eine Luxus-Parfümprobe in 5 Milliliter quasi. Und ja, das sprüht man sich einfach aufs Gesicht und soll dann mit Feuchtigkeit versorgt sein. Da mein Gesicht natürlich nicht gereinigt, sondern geschminkt ist, kann ich es nicht drauf machen. Ach, guck mal. Das hier sieht ein bisschen anders aus. Hier haben wir Tannenbäume drauf auf der Nummer 2. Dieses Packaging kommt mir sehr bekannt vor, denn ich habe tatsächlich über diese Marke schon ein komplettes Video gedreht und dann auch sehr viele von diesen Plastikverpackungen, Kunststoffverpackungen, die auch immer in den Händen gehalten, finde ich nicht besonders umweltfreundlich, weil wirklich alles einzeln in diesen Dingern verpackt ist. Aber gut, das ist halt ein richtiger Umschlag mit Luftpolsterfolie. Aber gut für mich wegen dem langen Transportweg, das muss man wirklich sagen. Ja, was haben wir hier drin? Ein Eyeshadow Quad. Ja, das sind halt so ganz klassische Töne. Da hast du zwei matte, einen hellen und einen dunklen und zwei schimmernde, einen hellen und einen dunklen. Mit dem kannst du dir dann tatsächlich auch super einen Smoky Eye schminken und du hast einen Spiegel mit drin. Packe ich dir jetzt auch mal mit in die Verlosung. Die Monos, die hatte ich in meinem Video getestet und da habe ich einfach gesagt, Monos mag ich einfach nicht so gerne. Aber da ist jeder Jack nun mal auch anders, ne? Bin aber ganz glücklich drüber, dass es tatsächlich hier ein kleines Mini-Palettchen ist, ne? Da beschweren wir uns nicht. Ist aber eine relativ günstige Marke, ne? Amazon Eigenmarke. Die Nummer 3. Also wirklich große Pakete, kleine Produkte. June Frieda Frizz E Secret Agent Touch-Up Cream. Okay. Ja, das ist eine Haarcreme. Und das soll dir einen Touch-Up geben. Also ich weiß gar nicht, was das genau heißt. Wahrscheinlich, dass du einfach nochmal so ein bisschen deine Frisur auffrischt. Muss ich testen. Ich habe jetzt heute meine Haare im Bommel, also kann das dann leider nicht direkt testen. Aber wird demnächst von mir getestet. Es ist ja eine kleine Probe, da kannst du ja nichts zu sagen. Ne? Was haben wir denn da drin? 30 Milliliter. Und ich mag ja diese Frizz Ease Reihe von John Frieda total gerne, muss ich gestehen. Ja, weil der Duft einfach traumhaft geil ist. Ne? Hart ein bisschen, ne?
Die Nummer 4. Ich glaube, wir haben hier wirklich alle Packagings unterschiedlich. Das finde ich eigentlich ganz cool. Oh, das ist toll. Und zwar haben wir von Real Techniques bei Sam & Nick einen Sponge mit drin. Finde ich großartig. Das ist einer von meinen tatsächlich Lieblings-Make-up-Schwämmchen. Also die von Real Techniques und die von Amber finde ich eigentlich so mit am besten und verwende ich auch am meisten. Und ja, jetzt habe ich halt wieder mal ein Backup oder kann ihn in einen Adventskalender mit reinpacken, den ich demnächst packen werde. Oder ich kann ihn jetzt in die Verlosung mit reinpacken. Ich packe ihn jetzt mit in die Verlosung mit rein. Ja. Weil ich habe schon relativ viele von diesen Schwämmchen, finde sie aber unfassbar gut und sie sind in reger Anwendung bei mir. Also von daher cool. Der 5. Dezember, also der Tag vor Nikolaus. Ja, das sind wirklich alles unterschiedliche Designs in den Verpackungen, jedenfalls bislang. Das finde ich ganz gut. Stryvectin von, oh Gott, Nia 114 Technology Intensive Eyes Concentrate for Wrinkles. Oh, das ist bestimmt eine Augencreme. Das finde ich gut. Sowas kann man auch immer mal wieder testen, probieren, verwenden. 7 Milliliter sind da drin. Wow. Und letztendlich haben wir hier so ein kleines Produktchen. Ja, eine Antifalten-Augencreme ist das dann einfach. Jo. Kenne ich jetzt so nicht die Marke. Also für mich ist es was Neues. Das finde ich cool. Das wird getestet. Nikolaus. Santa Claus ist auch in England groß. Also von daher sollte das, was hier drin ist, auch groß sein. Oder toll. Oh ja. Das kenne ich auch noch nicht. L'Oreal Tinted Lip Oil. Und das ist die Farbe. Hat keine Farbe. Doch, 02 Sugar Plum. Jo, es ist bestimmt eine Originalgröße, oder? Ich weiß es nicht. Lippenöle finde ich gut. Und deswegen kann ich das auch mal testen. Das riecht jetzt nicht so süß, wie ich jetzt gedacht hätte, von, ne, weil einfach pink. Und ich meine, dieser Applikator ist richtig süß. Ne? Der ist richtig dick vorne und da kannst du schön mitarbeiten. Das swatchen wir hier mal. Ja, das hat einen ganz leichten Tint. Ne? Also damit machst du jetzt nicht deine Lippen pink oder sonst irgendwas. Sehr dezent, aber finde ich ganz cool. Das wird auf jeden Fall getestet und das gefällt mir. Doch, finde ich gut. Fühlt sich aber eher an wie ein Lipgloss und jetzt nicht wie ein Lippenöl. Obwohl doch, jetzt, wenn ich es jetzt so einreibe. Ja, doch. Ja, cool. Nikolaus hätte mehr krachen können, aber oh, ist okay, ne? Ich meine, bei uns, was hatten wir drin? Denk nochmal nach. Foreo Mini hatten wir drin. Genau. 39 Euro Produkt. Oder 29. Ich bringe das immer durcheinander. War auf jeden Fall bei uns in der 6 mit drin. Ja, der Kalender hat einen weiten Weg hinter sich. Da muss man auch mal oben drauf klopfen, damit die Viecher runterfallen. Die Nummer 7 hat sich jetzt wiederholt. Genau, das ist wie die Nummer 1. Genau, also dann haben wir 6 verschiedene Designs offensichtlich. Sanctuary Spa Wet Skin Moisture Miracle Super Dry Quick. Okay, eine Body Lotion. Ach cool. That locks in twice the moisture up to twice as fast. Das ist doppelt so viel Feuchtigkeit, 50 Milliliter. Haut ihr das in die Haut rein. Genau. Ja, gut. Long-lasting Fragrance. Achso, mit langerhaltendem Duft. Da bin ich ja auch mal gespannt. Das mache ich jetzt mal hier drauf, weil da habe ich jetzt ja das Lippenöl. Ja. Hat so eine typische Bodylotion-Konsistenz, ne? Riecht aber sehr, sehr angenehm. Doch, das gefällt mir. Wird dann sehr flüssig auf der Haut, also sehr Feuchtigkeit spenden, das merkst du wohl. Musst du schön einmassieren, also, ne, aber es ist jetzt nicht klebrig oder so. Das ist einfach nur Feuchtigkeit spendend. Das ist ganz schick. Ja. Und der Duft gefällt mir. Sehr angenehm, sehr dezent, sehr leicht orientalisch, aber nicht jetzt aufdringlich, ne? Das mag ich. Numero 8, die Nummer 8. Unfassbar leicht. Unfassbar leicht. Oh ja, auch die hatten wir drin. Nur in einem anderen Design. Von Biore Free Your Pores. Das sind halt einfach diese Cleansing Stripes, also diese Reinigungsstreifen für die Nase, um deine Mitesser rauszuziehen. Habe ich jetzt mittlerweile schon einige da. Das heißt, das hier geht auf jeden Fall in die Verlosung. Ich finde es ganz gut. Also das hatten wir in dem deutschen Adventskalender als Leo mit drin. Und ja, ne, deswegen. Das geht auf jeden Fall in die Verlosung. Und ich kann mir ja vorstellen, dass es auch vielen gefällt, weil eigentlich Biore Nasenstripes hat ja so gut wie jeder irgendwie zu Hause oder Nasenstripes überhaupt, ne? Ja, muss ab und an mal alles rausgerissen werden. Also bislang habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass ich sagen muss, ja, der Amazon UK Adventskalender ist viel, viel besser. Nee, also bislang hat mir so von den Emotionen her der von Deutschland besser gefallen.
Okay, wir haben hier auch noch keine Zahnpasta oder sowas drin gehabt, ne? 9 ist etwas schwerer. Bad Head Urban Antidotes. Das ist irgendwas für die Haare. 75 Milliliter sind hier drin. Ja, und das soll einfach ein Conditioner sein. Jedenfalls steht es hier drauf. Und da bin ich sehr gespannt, wie das so funktioniert und wie es vor allem riecht. Da schnuppern wir mal dran. Das riecht gut. Hat irgendwie auch was von Apfel mit dabei. Also gefällt mir. Also, dass die nicht so runterfallen, nervt doch irgendwie ein bisschen. Die Nummer 10 von Simple Hydrating Booster. Okay, da sind 25 Milliliter drin. Das ist ja eine Marke, die jetzt auch neu im DM eingezogen ist. Und das kannst du halt einfach als Gesichtsserum verwenden, um halt nochmal ein bisschen Hydratisierung reinzubringen. So zwischen Toner und Feuchtigkeitscreme quasi oder Creme allgemein. Und das sieht alles soweit ganz gut aus. With Minerals and Plant Extract. Also mit Mineralien und Pflanzenextrakten. Ja, sieht schick aus. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Habe ich auch so, glaube ich, noch nicht im DM gesehen. Die Nummer 11. Ha, okay, jetzt haben wir wieder was von Feind hier mit drin. Okay, ja, das ist ein bisschen viel, oder? Einmal hätte jetzt auch gereicht, wenn die einmal was von ihrer eigenen Eigenmarke mit reinpacken. Oder die sollen halt einen kompletten Feind-Adventskalender machen. Aber, ne? Die beiden Produkte kommen mir nicht bekannt vor. Nee. Ich dachte erst, es wären genau die gleichen, die auch bei uns mit drin waren. Denn wir hatten ja auch schon was mit drin von Feind. Und das hier ist ein Lipgloss und der dazu passende Lipliner. Das möchte ich mal ausprobieren. Ja, der ist halt wirklich peachy, schick, gefällt mir wohl von der Farbe her. Und dann schauen wir uns auch mal den Lipgloss an. Shiny Lip Fluid. Riecht leicht süßlich, hat ein abgefahrenes Füßchen, würde ich mal so sagen. Also, ne, das ist so dreiecksförmig. Und so ein bisschen nach vorne macht das so ein Hubbel. Sieht man das? Ich sehe das. Man sieht das, ne? Ja, genau. Und das passt halt auch schön zusammen, ne? Das Lippenfluid, der Lipgloss ist natürlich etwas flüssiger und etwas schierer in der Konsistenz, also etwas durchsichtiger. Kann ich mir aber gut für den Alltag tatsächlich vorstellen, ne? Also das ist eine schöne Farbe, nicht dieses klassische Rot, das finde ich auch, das begrüße ich, sage ich mal so. Ja, schön. Schöne Kombi. Schauen wir uns mal die Halbzeit an. Die Nummer 12. Gute Halbzeit. Elemis Superfood Berry Boost Mask. Okay, das sind 15 Milliliter von einer, ich würde mal sagen, ziemlich teuren Gesichtsmaske. Und ja, denn von Elemis hatten wir ja schon mal die ein oder andere Gesichtscreme in der Hand, würde ich mal so sagen, wo so ein Tiegel 50 Euro kostet. Und eine Gesichtsmaske kostet auch gar nicht mal so wenig. Ist natürlich noch verschlossen, aber ich versuche ja immer noch mal durchzuriechen. Riech's aber nichts durch. Wird auf jeden Fall getestet, denn ich stehe auf Gesichtsmasken. Ja, Crememaske muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ja, doch, ich denke, heute Abend kann ich die mal verwenden. Was soll die überhaupt machen? 10 Minuten lässt du die lila Maske dann auf deinem Gesicht und dann soll sie quasi porenverfeinert wirken. Ich bin gespannt. So, was ist denn hier jetzt mit Nummer 13, Leute? Komm, komm. Der so, nö, nö. Hallo. So, die Nummer 13 haben wir nun auch überredet, runterzukommen. Oh, das ist aber winzig, ei. Collection Glam Crystals Face and Body Glitter und auch das wieder so ein blau-lila, passend zu meinen etwas abgeranzten Nägeln tatsächlich. Ja, kommt auch mit in die Verlosung, weil ich sowas einfach nicht verwende. Das ist loses Glitzer. Es ist groß, ne? Also wirklich eine große, anders als bei NYX Adventskalendern zum Beispiel, wo du etwas kleinere Produkte dann davon hast. Das ist die Farbe Royal Diva. Das war die 13. Hier haben wir die Nummer 14. Die Mitte, die ist freundlich, ne? Die kommen alle runter, aber rechts und links, die haben irgendwie keinen Bock. Von Percy Reed her, I Believe in Miracles, ein Wonder Balm. 30 Milliliter sind hier drin. Und das ist ein Leave-In. Also du lässt es tatsächlich in deinen Haaren drin. Und kannst du quasi Frizz vermeiden. Finde ich gut, gefällt mir. Und das soll Wunder wirken. Definiere Wunder. Es riecht schon sehr stark parfümiert, ne? Huch. Also wie so ein richtiges Friseurprodukt. Hier kommt es auch schon rausgeschossen. Ja, also es riecht, als würdest du beim Friseur halt irgendwie ein Shampoo reingemacht bekommen. Also schon, ich denke, das wird auch recht teuer sein. Aber ich weiß es nicht. Ja, wird vertestet vor allem.
Verwendet und getestet. Vertestet. Wer kennt das nicht? Ja. 15. Sehr leicht. Kein Wunder, dass sie nicht runterkommen wollte. Sie hat sich nicht getraut, denn sie ist wahrscheinlich leer. Nee. Stay Satin Liquid Lip Color. Kenne ich gar nicht. Doch, von Rimmel London ist das. In der Farbe Scrunchy. Das ist schon eine heftige Farbe. Aber eine schöne Farbe. Die ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Und die sieht so schick aus. Und ich überlege gerade wirklich, den zu behalten. Aber es wäre eigentlich bekloppt, weil ich habe ja auch schon den hier, der hier sehr, 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 sehr ähnlich aussieht. Ne? Also so ein bisschen heller ist der als der, aber den packe ich in die Verlosung. Man muss ja auch mal vernünftige Entscheidungen treffen. Deswegen kann ich den halt auch nicht swatchen. Rimmel ist, ich glaube, gar nicht mehr in Deutschland so in den Theken zu finden. Ne? Ich glaube, die sind so nach und nach aus den Theken rausgeflogen. Hat ein wundervolles Logo hier oben auch im Deckel. Also das ist ein schönes Krönchen, was man gegebenenfalls sehen könnte. Das Problem ist halt immer nur in der Kamera. Ne? Das ist schwarz, man sieht es halt echt schlecht. Aber voll schick. Also ich würde es gern behalten, aber es wäre unvernünftig. Die Nummer 16 chillt hier oben, ganz oben im Adventskalender rum und will einfach nicht runterkommen. Ah, guck mal, jetzt haben wir einen Lauf. Jetzt haben wir einen Lauf. Die Nummer 16 ist auch, fühlt sich an, als wäre sie leer. Da ist aber was drin von Yes2. New Yes2 Tomatoes. Clear Skin. Oh, das macht mich ja fertig, ne? Detoxifying Charcoal Peel-Off Mask. Au, ja. Okay, ja, wird verwendet, wird getestet, wird auf Instagram geteilt, Leute. Oh, da sage ich jetzt schon au, ne? Wenn ich das nur sehe. Oh. Aber mit Tomaten und als Peel-Off finde ich auch irgendwie interessant. Ist halt eine Anwendung drin und ja, au, das wird Spaß machen. 30 Milliliter. Ich glaube, euch wird es mehr Spaß machen als mir. Und das, was danach kommt, ist irgendwie umgefallen. Das werde ich mir gleich zurecht brütteln. Die 17 ist etwas schwerer. Von Garnier Skin Active Micellar Cleansing Water. Ja, das ist halt so eine Travel Size mit 100 Millilitern, ne? Jo, kann man machen. Ist auch mal ganz nice. Kennt man halt. Das ist halt der Klassiker. Ne? Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, wo ich sagen muss, kenne ich nicht, teste ich nicht, brauche ich nicht. Micellenwasser wollte ich ja eigentlich mehr oder weniger darauf verzichten, weil ich immer mal wieder gehört habe, dass diese ganzen Micellen, du kannst Glück haben, du kannst Pech haben, mal hast du gute Micellen, mal hast du schlechte Micellen. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich nicht so intensiv mit Inhaltsstoffen beschäftigt, als dass ich das jetzt irgendwie erklären könnte. Aber ich habe es von mehreren gehört in Videos drin, dass man nicht jedes Micellenwasser nehmen sollte. Ja, aber wahrscheinlich werde ich irgendwann auf meine guten Vorsätze pfeifen, denn ich kenne mich. 18! Also das finde ich irgendwie unpraktisch, dass das nicht so richtig runterflutscht da hinter mir. Also das ist ja unfassbar. Aber es hat ja auch einen langen Weg hinter sich. Was haben wir hier denn Feines? Sleek Blush. Schick. Rose Gold ist die Farbe. Ich muss eben gucken, ob ich den vielleicht schon habe. Tatsächlich habe ich ihn nicht. Ich meine aber, ich weiß es nicht, ich packe den jetzt mal aus. Ich meine aber, dass ich den irgendwo auch schon mal gesehen habe. Ich meine auch, dass es irgendwie ein Dupe zu irgendwas sein soll. Ich bin mir da aber auch nicht mehr so ganz sicher. Ne? Rose Gold. Und ja, der soll ein Dupe sein zu dem Nars Orgasm. Sieht schon ganz nice aus, ne? Oh ja, der hat einen schönen Goldschiff mit drin. Ne? Ich habe jetzt heute tatsächlich gar keinen Blush drauf und ich nehme jetzt mal irgendeinen Pinsel, der hier so rumliegt. Das ist eigentlich überhaupt kein Blushpinsel, Leute. Aber na. Oh, Claudia eskaliert. Bisschen abklopfen war. Und hier ist auch ein Spiegelchen drin. Ach komm, das passt schon, ne? Oh, der ist aber tragbar. Also ich habe jetzt auch witzigerweise meine Foundation auch gar nicht gesettet. Bin halt heute direkt nach der Arbeit hier zu unserem UPS-Store und habe mein Paket abgeholt und habe mich dann hier vor die Kamera gesetzt. Ein bisschen was habe ich mir drauf gemacht. Ein bisschen getönte Tagescreme und Augentralafitti. Aber, oh wow, der schimmert echt extrem. Baby. Das ist krass. Du brauchst keinen Highlighter mehr, wenn du den benutzt. Das ist krass. Also mehr Gold als Peachy, würde ich sagen. Oder mehr Gold als Rose. Jedenfalls in der Kamera sieht man halt hauptsächlich das Gold, würde ich mal so sagen, wa? Aber ich trage den auch gerade extrem dick auf, weil dieser Pinsel ist alles andere als zart gebunden. Ist eigentlich eher so ein Concealer-Pinsel aus dem Luvia-Pinsel-Set, was ich letztens mal verlost hatte und heute tatsächlich zu Hermes gebracht habe. Ja. Sieht echt hammer aus. Hammer.
Ja, geil. Freue ich mich drüber. Er hat jetzt natürlich ein bisschen gekrümmelt, weil der Pinsel ein bisschen zu fest war. Ne? Also da kann der Blush nichts für. Gefällt mir aber irgendwie schon vom Farbton her. Ist sehr, sehr leicht. Also das mit diesem Goldschimmer, das muss man mögen. Ne? Also das ist halt wirklich ein Blush, der extrem schimmert. Und ja, ich habe den ein bisschen blöd jetzt aufgetragen, aber machst du nichts dran. Ne? Kannst du jetzt nicht ändern. Ja, sieht aber durchaus weihnachtlich aus. Und ich finde den eigentlich echt geil. Die Nummer 19. Haben wir hier. Oh nein. Schon das dritte. Oh, also wir hatten ja ein Paket von Feind. Beziehungsweise nicht mal als Paket, sondern nur, Gott sei Dank, Lippenstift und Lip Liner. Und hier wird aber ein bisschen rausgehauen. Ne? Also da hatten wir doch etwas, ich würde mal sagen, hochwertigere Sachen dann auch drin. Ja, die beiden hatte ich tatsächlich schon mal, glaube ich. Das ist der Feind Matt Chubby Lipstick. Oder Lip Chubby, oder weiß ich nicht. Wobei, drei hatte ich, glaube ich, nicht. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Ich habe die nicht mehr. Ich hatte die mal. Ja, tatsächlich Vergangenheitsform. Die habe ich gar nicht mehr. Ja, kann ich aber einmal öffnen und euch zeigen. Also die Töne, darüber beschwere ich mich nicht. Die behalte ich auch. Ne, die finde ich schön. Das sind Nude-Töne. Das ist ein etwas dunklerer Ton. Das ist ein Rosenholzton, der schön nude ist. Die gefallen mir wirklich. Oh, der braune ist schön. Durchaus tragbare Töne und halt nicht dieses Knallebunte oder so. Das sind Töne für jedermann. Also da wird sich auch wirklich, da werden sich wahrscheinlich auch viele drüber freuen. Ja, aber halt einfach schon wieder das dritte Feinset, ne? Naja, egal. Beschwere ich mich nicht im Großen und Ganzen, weil ich sie mag. Also von den Farben her gefallen die mir voll gut. Und ich glaube, wir haben hier in diesem Adventskalender, also in dieser UK-Version, mehr dekorative Kosmetik, als wir das bei uns im deutschen Kalender hatten. Ne? Also von daher kann man machen. Was ist hier? Bist du Nummer 20? Die Nummer 20 hat sich ein bisschen verhakt. Wollte nicht kommen. Olay. Heißt Olas Olay Eyes? Ich weiß es nicht. Illuminating Eye Cream for Dark Circles. Die packe ich dir mit in die Verlosung, weil ich habe jetzt ja schon eine Augencreme hier behalten und ich habe auch noch einige Backups da. Illuminating Eye Cream, also es soll die Augen quasi zum Strahlen bringen und die dunklen Ränder verschwinden lassen. Also die deckt halt auch ein bisschen mit ab. Kommt auf jeden Fall mit in die Verlosung und wir haben hier 15 Milliliter drin. Ich finde die Verlosungsprodukte dieses Mal doch sehr gelungen, oder? Das sind halt wirklich Sachen, die du auch ganz gut gebrauchen kannst. Übrigens stapel ich hier wundervoll die ganzen Verpackungen, um sie dann später wieder einzusetzen, damit ich den Kalender halt auch wieder neu bestücken kann. Weil ich habe so viele Adventskalender geplant, die ich verschenken möchte. Alle Boxen-Adventskalender finden hier seine Verwendung wieder. Es kommt hier nichts weg. 21 haben wir hier. Ui, die habe ich gerade drauf. Ja, die habe ich gerade drauf. Das ist von Wunder 2, die 72-Stunden-Mascara. Meine Herren, du hast eine Sahne hier, denn die kommt natürlich mit in die Verlosung. Und so schaut sie dann auf den Augen aus. Übrigens diesen Lidschatten, den ich drauf habe, genauso wie auch das Augenbrauenprodukt, kommt tatsächlich aus einem anderen Adventskalender. Halt dir kurz die Ohren zu, wenn du es nicht hören willst. Das ist der Youstar Wild Adventskalender. Das Winken galt denen, die sich die Ohren zugehalten haben. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall, genau. Ne? Das habe ich jetzt hier auf den Augen. Finde ich ganz nice. Genau, mal was anderes. Und ja, genau. Ja, Verlosung. Ne? Habe ich heute das erste Mal verwendet tatsächlich die Mascara. Und finde sie okay. Also sie macht jetzt keine Wunder tatsächlich. Also was hier drauf steht, Wunder, nee, jetzt nicht unbedingt. Aber gut, ne, das ist halt eine ganz normale Mascara, die ich aber auch behalten werde, weil ich sie für mich schon mag. Aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, kabuff, kabam, oh mein Gott, da ist jetzt mega extrem was passiert. Nö. Ja, gut. Hier steht drauf, dass du die bis zu 3 Tage tragen kannst. Tu's besser nicht. Also wenn du die und deinen Wimpern einen Gefallen tun willst, dann tu's nicht. Wir sollten uns doch wohl jeden Abend abschminken, ne? Besser ist das. Ne, die sieht unspektakulär aus. Das Bürstchen ist auch echt unspektakulär. Das ist einfach so ein Synthetik-Haarbürstchen. Die Defined Lashes in under 2 minutes. Also definierte Wimpern in unter 2 Minuten. Ja, ne? Trennt die Wimpern schön. Ja. Wir hatten die Nummer 21 und gehen jetzt über zu Nummer 22. Beziehungsweise müssten sie erstmal wieder rausfummeln. Nummer 22. Unfassbar leicht. Also, ist da überhaupt was drin? Schöne Wimpern, Cosmetics London Eye Lure Definition Number 129
Und ja, die sehen echt schön aus. Du hast da auch so einen Kleber mit dabei, du hast so eine Wimpernpinzette mit dabei. Also ich denke, dass die auch gar nicht mal so günstig sein werden. Die Marke sagt mir aber gar nichts, weil ich überhaupt keine künstlichen Wimpern verwende. Ich komme damit nicht klar und ich finde auch, dass die bei mir nicht den Effekt machen, den ich bräuchte, um die Arbeit, die ich damit habe, um sie drauf zu machen, rechtfertigen zu können. Ja, die sehen ganz schön aus. Die sind so quer durcheinander, so richtig schön durcheinander crisscross, kreuz und quer quasi. Und nach außen hin werden die halt richtig breit. Das sieht echt schön aus. Und ich glaube, diese Lady hat dann auch die Wimpern drauf. Ne, sieht ganz schick aus. Ich kann damit nichts anfangen. Deswegen Verlosungsprodukt. 23 geht schon auf hier. Noch ein Lippenprodukt. Jetzt wird es aber echt ein bisschen viel, ne? Und im Prinzip kann man die von Feind ja doppelt zählen, weil Lip Liner und 2 Chubby Lipsticks, also 6. Und das ist jetzt im Prinzip das 7. Lippenprodukt da drin. Das ist mir ein bisschen viel jetzt. Es ist auch wieder ein Tinted Lip Oil. Das heißt, es wird dann auch wieder, ich werde es auch behalten, ich werde swatchen und alles, aber ne, es ist von Elf. Ja, aber irgendwie, warum? Warum? Macht doch irgendwie, und vor allem sehr, sehr ähnliche Farben. Also immer wirklich in diesem Nude. Ja, es ist alles tragbar, aber alles auch sehr ähnlich, ne? Also schwierig. Auch wieder so ein abgeknicktes Füßchen quasi vorne. Das kannst du dann schön auf den Lippen verwenden, würde ich jetzt mal so denken. Das riecht am angenehmsten bislang. Das ist sehr süß. Ja, und hat halt eine etwas bräunlichere Farbe. Aber ihr seht es auch anhand der Swatches, ne? Das sind wirklich alles sehr natürliche Farben und alles sehr ähnliche Farben. Das ist das. Also wenn du jetzt 2 von solchen natürlichen Lippenprodukten mit drin hättest. Okay. Ah, ist jetzt ein bisschen viel geworden, oder? Hm, sehr ähnlich. Naja, da hätte ich mir dann tatsächlich eher gewünscht, dass man dann noch Nagellack reinpackt. So blöd, wie sich das anhört. Aber gut. Kommen wir zum Highlight des Ganzen. Die Nummer 24 befindet sich hier drin. Ist relativ schwer. Ah. Okay, hier ist das drin, was wir in der Nummer 6 hatten. Wir hatten ja in der Nummer 24 Barbour-Ampullen, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Mhm. Foreo Luna Play. Ich habe ihn in rosa jetzt aktuell in meiner Dusche stehen. Ich denke, dass ich den irgendwie in meiner Familie weiter verschenken werde. Da wird sich garantiert jemand drüber freuen. So, Problem bei diesem Produkt ist, du kannst hier keine Batterien wechseln. Das heißt, nach 100 Anwendungen ist das Ding uppe. Ich habe heute noch mit jemandem geschrieben, die mich auch gefragt hat, was man damit machen könnte, wenn das dann quasi leer ist. Sie hat mir vorgeschlagen, man könnte es als Pinselreiniger verwenden. Vollkommen richtig. Kannst du machen. Dafür hat es aber ein bisschen zu lange und zu flexible Borsten. Du kannst es natürlich auch manuell weiterverwenden, ne, im Gesicht. Das geht dir ja nicht kaputt. Aber schon schade, oder? Ja, die deutsche Variante hat mir persönlich viel besser gefallen als die englische. Ich weiß nicht. Ich habe ja hier alle Kisten gestapelt, ne? Läuft. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Welcher hat dir persönlich besser gefallen? War das der deutsche oder war das der englische? Um am Gewinnspiel teilzunehmen, mach einfach das, was unten in der Infobox drin steht und dann ist alles tutti. Ja, sei Abonnent meines Kanals. Das kannst du entweder jetzt schon sein oder hier unten da auf diesem Abonnieren-Button einmal werden. Das würde mich auch extrem freuen. Und, ne? Ansonsten war's das. Ich blende hier auch mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich bin wirklich gespannt, wie hoch der ist. Also ich würde vermuten, dass die von uns doch etwas höher preisiger waren. Also dass wir einen höheren Warenwert bei unseren Sachen mit rauskriegen. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist zu den Adventskalender-Unboxings von 2019. Da kommen ständig neue dazu. Ich höre nicht auf. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!